SBS in deutscher Sprache. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Hier bei mir im Studio ist Yvonne Ranisch. Und Yvonne Ranisch hat eine sehr interessante, aber auch traurige Geschichte aus der früheren DDR zu berichten. Ihr Bruder ist auf mysteriöse Art und Weise verschwunden und das beschäftigt die Familie und Yvonne bis heute. Erstmal einen schönen guten Tag, Yvonne. Guten Tag. Yvonne, erzähl uns doch mal von dieser traurigen Geschichte. Ja, wo soll ich anfangen? Wir kommen ursprünglich aus Dresden, der ehemaligen DDR. Mein Bruder ist 1973 geboren und das war, bevor ich geboren bin. Und er hatte einen Unfall, als er zweieinhalb Jahre alt war. Und dieser Unfall, das war in unserem Wochenendhaus. Meine Mutter war da und meine Großmutter. Und zu der Zeit hatte man noch keinen Wasserkocher, wie man das heute kennt. Damals hat man noch das Wasser mit dem Tauchsieder warm gemacht. Und meine Großmutter hatte dann in der Küche den Tauchsieder in den Topf getan und hat gewartet, dass das Wasser heiß wird. Und mein Bruder Christoph ist da rumgelaufen, hat gespielt und hat dann an dieser Kordel da gezogen, an diesem Kabel und hat sich diesen Topf mit dem heißen Wasser übergeschüttet. Nun, ja, erstmal großes Geschrei. Meine Mutter hat ihm gleich die Sachen vom Leib gerissen, unter die kalte Dusche. Zu der Zeit hatte man ja auch kein Telefon, wir hatten kein Auto. Und meine Mutter hat den Jungen nur genommen und ist runter auf die Straße gerannt und hat ein Auto angehalten und gesagt, sie müssen mich schnell ins Krankenhaus fahren. Und das hat dann auch jemand gemacht, hat sie ins Krankenhaus gefahren. Und als sie da ankam, war da eine Anästhesistin, die hat ihn angeguckt und gesagt, ja, wir nehmen ihn gleich rein. Und sie haben ja alles richtig gemacht wegen Infektion, dass man halt schnell die Sachen runter vom Körper reißt und auch kaltes Wasser rüberlaufen lässt und so weiter. Dann wurde er gleich in sterile Tücher gewickelt. Und meine Mutter hatte nur gefragt, ist es denn lebensbedrohlich? Und sie sagte, nein, es ist nicht lebensbedrohlich. Es war ja zum Glück kein heißes Öl. Und somit war er dann im Krankenhaus. Und meine Mutter erinnerte sich noch, dass die Ärzte dann noch gestritten haben, ob er auf die Intensivstation soll oder auf der Kinderstation bleiben soll. Und sie haben sich dann dafür entschieden, dass er auf der Kinderstation bleibt. Und zu der Zeit durfte man ja auch nicht bei dem Kind bleiben. Sie hat ihn dann nur noch durch eine Scheibe gesehen und musste dann nach Hause gehen. Und gesagt, gehen Sie jetzt nach Hause, melden Sie sich heute Abend wieder. Weil die konnten ja nicht angerufen werden, weil wir kein Telefon hatten zu der Zeit. Und ja, meine Mutter ist dann nach Hause gegangen. Und sie haben dann abends um 8 nochmal angerufen im Krankenhaus. Und ihm gesagt, ja, ist alles gut, er hat auch sogar was gegessen. Kommen Sie morgen früh. Und am nächsten Morgen, ganz früh, kam dann ein Telegramm zu meinen Eltern nach Haus. Und mein Vater, war sofort klar, dass das was Schlimmes ist. Meiner Mutter war das gar nicht so klar. Sie sagte, wieso? Da stand halt nur drin, sie müssten jetzt sofort ins Krankenhaus kommen. Das haben sie dann auch gemacht. Und sind sie da hingefahren. Und dann wurde ihnen mitgeteilt, dass er verstorben ist. Letzte Nacht um 9, also eine Stunde bevor die angerufen. Sie haben um 8 angerufen und um 9 danach, eine Stunde danach, sei er verstorben. Erstmal totaler Schock, weil sowas hat man ja nun überhaupt gar nicht gerechnet. Und natürlich wollten sie den Jungen sehen. Die wollten sich ja von ihm verabschieden. Und es hieß dann aber, nein, das geht nicht. Der ist schon in der Gerichtsmedizin, den können sie nicht mehr sehen. Und das war's. Die haben den nie wieder gesehen. Schrecklich. Ja. Nie wieder gesehen. Nie wieder. Und was passierte dann? Naja, dann mussten sie die Beerdigung organisieren. Es ist nur, der ist tot, gehen Sie nach Hause, organisieren Sie die Beerdigung. Das haben sie dann auch gemacht. Für Kinder hat man da einen weißen Sarg genommen. Der wurde dann zum Krankenhaus gebracht, dann wird der da befüllt und meine Mutter hat dann auch noch eine Strumpfhose und ein Hemdchen mitgegeben, damit sie ihn anziehen können. Und damit war das dann für das Krankenhaus erledigt. Der war tot. Organisieren Sie die Beerdigung. Die Beerdigung wurde dann auch gemacht. Im Juni war das. Und somit war das dann vorbei. Da gibt es auch nicht irgendwie, es tut uns leid oder dass man irgendwie trauern konnte. Es war halt so, wie es ist. Und man konnte auch in den Sarg nicht reingucken? Nein. Konnte man nicht. Gar nichts. Seltsam.
Und also wir wissen halt von der Geschichte, und mein Bruder war halt immer da in Form eines Bildes, das halt im Wohnzimmer immer steht. Es steht heute noch bei meinen Eltern im Wohnzimmer. Also er ist immer da bei uns. Aber wir haben auch nie so darüber gesprochen. Und es war nur, dass vor 2 Jahren, als meine Mutter hier in Sydney war, mich besucht hat, sagte sie, also ich habe schon seit Jahren das Gefühl, dass der noch lebt. Ich habe den ja nie wieder gesehen. Und das wussten wir damals nicht, dass meine Mutter und mein Vater den nie gesehen haben. Und sie hatte halt die ganzen Jahre Zweifel gehabt, dass der wirklich gestorben ist. Man hat ja viele verrückte Geschichten gehört, dass Kinder weggenommen wurden von Familien, ja, und ein Tod vorgetäuscht wurde. Und sie glaubte das halt auch. Und wenn man sich überlegt, es ist schon heftig, wenn man sowas mit sich rumträgt über viele, viele Jahre. Und sie ist auch in den 90ern, Anfang der 90er Jahre, wieder nach Dresden gegangen. Nach der Wende. Wir sind in der Zwischenzeit, sind wir ja dann nach Hamburg gezogen, ist sie wieder nach Dresden gegangen und hat versucht, da was rauszufinden. Und war dann auch bei so einer Amtsärztin und hat sie gefragt, was kann ich da machen? Und sie wurde eigentlich nur als verrückt erklärt. Kannst du sowas glauben? Natürlich ist er tot. Was für ein Quatsch. Und willst du da nicht wieder alte Wunden aufgraben und so weiter? Naja, dann hat sag sie mal, das wie belassen. Alt war der Bruder? 2,5. 2,5. Mhm. Und dann hatte sie das belassen. Und nachdem sie uns das erzählt hatte, haben wir gesagt, na, da müssen wir jetzt mal was machen. Und man hat ja nun jetzt auch zu der Zeit, jetzt hört man ja auch viel von den gestohlenen Kindern der DDR. Und ja. Es gibt ja verschiedene Gründe oder auch verschiedene Situationen, wo Kinder gestohlen worden sind. Und es sind ja nun auch, wurde ja auch teilweise schon bewiesen, dass das wirklich passiert ist, weil oft, es wurde ja viel erzählt, das ist ein Quatsch, das stimmt nicht, dass man sich das nur ausdenkt. Und zwar gibt es einmal den Säuglingstod, wobei Mütter, die damals entweder waren sie ledig oder die waren nicht regimegetreu, man wollte sie irgendwie bestrafen. Die wurden teilweise unter Vollnarkose, haben sie das Kind zur Welt bekommen, was ja auch total unnatürlich ist. Und als sie wieder aufgewacht waren, haben sie das Kind nicht gesehen und es hieß dann, das Kind ist tot. Diese Kinder wurden dann wahrscheinlich irgendwann zur Adoption freigegeben oder sogar verkauft. Verkauft. Weil die DDR hat ja versucht, mit allen möglichen Mitteln Geld zu machen. Und teilweise gibt es heute Fälle, wo die Mütter, die versuchen rauszufinden, was mit ihren Kindern, Babys damals passiert ist, aber die haben die beigelegt in andere Gräber. So, wenn da jemand verstorben ist an Altersschwäche, da haben die da einfach dieses Baby dazugelegt. Insofern haben die heute gar keine Chance, eine Exhumierung durchzuführen, weil das ja ist ja dann sehr kompliziert. Und so, das war ein Fall. Der andere Fall, wo Kinder weggenommen worden waren, wo die Eltern ins Gefängnis gekommen sind wegen versuchter Republikflucht. Das ist ja auch bewiesen. Und meine Mutter glaubte halt, dass sowas bei ihr auch passiert ist, dass sie halt den Tod vorgetäuscht haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt rausfinden. Und wie finden wir das raus? Indem wir das Grab öffnen lassen. Und so sind wir dann zum Friedhof gegangen, wo er lag. Meine Mutter wusste genau die Stelle noch, wo der lag, unter einem Baum. Sie sagte damals, das war immer so blöd, weil er unter dem Baum lag. Da war immer so viele Blätter auf seinem Grab. Da musste sie immer so viel sauber machen und so weiter. Das Grab gibt es inzwischen nicht mehr. Es ist nur noch Gras. Und sie sind dann zu dem Friedhof gegangen und haben gefragt, ob sie die Grabstelle reservieren können, weil sie eine Exhumierung durchführen möchten. Und man muss ja natürlich dann erst noch Anträge bestellen beim Gesundheitsamt und so weiter. Und die waren ein bisschen komisch am Friedhof. Wieso machen sie denn eine Exhumierung? Ja, wir glauben nicht, dass der wirklich verstorben ist. Und die Friedhofsleiterin sagte dann, naja, aber natürlich, was glauben Sie, dass wir da einen leeren Sarg begraben haben? Und sagt meine Mutter, haben Sie denn da reingeschaut? Wissen Sie denn, was in den Särgen ist, wenn Sie die begraben? Sagt sie, nee, das wissen wir nicht. Kann ja sonst was drin sein. Genau, weiß absolut, man ja nicht. Ja. Naja, und die haben sich ein bisschen krumm gestellt mit dem Reservieren. Sie sagte dann, naja, wenn jemand kommt und genau diese Grabstelle möchte, dann muss ich denen die geben. Und dann haben wir gesagt, na, dann pachten oder
mieten wir, das kann man ja mieten. Dann, ne? Dann mieten wir das nochmal für ein Jahr. Das haben wir dann auch gemacht, haben wir das nochmal für ein Jahr gekauft und sind dann zum Gesundheitsamt gegangen, haben das dann eingereicht. Man musste ja auch bestimmte Gründe, kann ja nicht einfach so ein Grab exhumieren lassen, man musste dann auch die Gründe angeben. Also wir waren in diesem Jahr die Dritten, die exhumiert haben. Und da muss man sich auch mal überlegen, wieso kommt das jetzt auf, dass Eltern das Grab ihres Kindes exhumieren. Also gibt es so einiges zu verbergen. Genau. Und das ist genau das Problem. Und wir sind dann, wir haben das dann auch, haben dann den Termin gesetzt für Ende Oktober. Ich habe noch zwei Geschwister, die eine lebt in Hamburg, die andere in Schweden. Und dann haben wir uns alle in Dresden getroffen, und weil wir wollten meine Eltern nicht alleine dann im Grab stehen lassen. Und sind dann an einem Montagmorgen, das war glaube ich der 28. Oktober letzten Jahres, dahin. Und es ist schon ganz schön gruselig, so eine Exhumierung. Ziemlich brutal, würde ich mal sagen. Also die kamen da mit Schaufeln an und so einem riesen Sieb, wo sie dann die Erde da durchgesiebt haben. Und das Verrückte war, da waren ja zuerst kamen da Erwachsenenknochen hervor. Also war auch ein sehr sandiger Boden. Und die haben gesagt, naja, da gibt es Erdverschiebungen. Weiß ich nicht, wie groß da die Erdverschiebungen auf dem Dresdner Friedhof sein sollen. Naja, und dann kamen dann aber wirklich Kinderknochen zum Vorschein. Wir haben auch Reste von dem Sarg gefunden, so kleine Fasern, weiße Fasern, weil das ja, war ja ein weißer Sarg. Und Knochen und sogar die Strumpfhose und das Hemd. Tatsache. Ja, aber in der Strumpfhose waren keine Knochen drin. Also man, die haben das nur da reingeschmissen, die werden die nicht angezogen haben. Das Hemd war noch in... Die Baumwollfäden haben sich zersetzt, also die, das waren alles Einzelteile, die man so zusammenlegen konnte, weil das aus so einem synthetischen Stoff war, das Hemd. Die Manschetten, der Kragen, das war alles noch da. Und naja, dann wurden die Knochen eingepackt und die haben wir dann an das Forensische Institut in Bonn geschickt. Uns wurde halt geraten, das in Westdeutschland machen zu lassen, weil in Ostdeutschland könnte noch alte Machenschaften herrschen. Sollte dem nicht so ganz vertrauen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und 6 Wochen später hatten wir dann das Ergebnis. Also so ein DNA-Test? Genau, ja. Und was sagte der DNA-Test? Dass es 99,5% mein Bruder ist. So, wir sind froh, dass wir das jetzt wissen. Meine Mutter wollte ja auch wirklich damit abschließen, um zu verstehen, ja, ist er wirklich tot oder ist er noch am Leben? Aber man hatte noch mal so eine Wut auf dieses alte System. Ja, der ist ja viel verbogen worden. Wie die einen damals behandelt haben. Und es kann auch sein, dass sie da was vertuschen wollten. Vielleicht war das auch fahrlässig, wie der gestorben ist. Und man kann jetzt nichts mehr machen, das ist 40 Jahre her. Aber wir haben jetzt die Gewissheit, dass er es ist. Trotzdem hat deine arme Mutter, die ganze Familie, diese ganzen Jahre gelitten und im Zweifel gelebt, nur weil die sich damals so angestellt haben. Ja, aber das ist ja kein Einzelfall. Es gibt ja noch genügend, denen es auch so geht. Und man muss halt, also wir versuchen halt, dass es anerkannt wird, dass es wirklich passiert ist. Weil ich meine, so eine Exhumierung ist ja dann auch nicht billig. Ne? Das macht man ja dann auch alles aus eigener, bezahlt man ja aus eigener Tasche. Und viele haben ja auch psychisch noch darunter zu leiden. Selbstverständlich. Das ist halt das Schlimme. Du sagst, es gibt ja mehrere Fälle. Gibt es da so eine Gruppe, wisst ihr von allen, von anderen, denen das auch so geschehen ist? Ja, also es gibt einmal eine Interessengemeinschaft, nennt sich die Interessengemeinschaft der gestohlenen Kinder der DDR. Das wurde damals ins Leben gerufen von einem Herrn Andreas Lake. Der ist auch ziemlich bekannt jetzt in Deutschland, weil er wegen Republikflucht damals im Gefängnis saß mit seiner Frau. Und seine Frau war schwanger zu der Zeit. Und die hat dann das Kind bekommen und man hatte ihm das weggenommen, das Kind. Und er hat, ich glaube, 25 Jahre gebraucht, um seinen Sohn Marco wiederzufinden und hat ihn auch wiedergefunden. Und er sagte, ich bin ja nun kein Einzelfall, da müssen wir was machen. Und er hat diese Interessengemeinschaft gegründet und da sind, ich
weiß gar nicht, wie viele Mitglieder da drin sind, 500 oder 600. Und die haben auch eine Petition zum Bundestag gebracht, dass das halt anerkannt wird, dass die Opfer auch mehr unterstützt werden. Und da bewegt sich jetzt einiges. Aber man hat trotzdem immer noch auf der anderen Seite die, die sagen, nein, das ist nicht passiert und das sind alles Hirngespinste sozusagen. Sind das so alle alte DDR-Seilschaften, die da im Hintergrund versuchen, die Sachen zu blockieren? Ja, es ist ja auch noch nicht so lange her, wenn man sich das überlegt. 30 Jahre, ne? Dieses Jahr. Ja, genau, es ist ja noch nicht so lange her. Und ich arbeite jetzt mit einer Freundin an einem Projekt. Wir wollen so viele Zeitzeugen wie möglich interviewen, um ja, dass wir diese Geschichten erhalten, am Leben erhalten und halt das auch öffentlich machen, dass sowas wirklich passiert ist. Sie sagen, ja, die Leute leiden immer noch darunter. 30 Jahre nach Mauerfall sind das immer noch diese alten Schmerzen und Wunden, die halt immer noch da sind und die aufgearbeitet werden müssen. Yvonne, habt ihr eine Webseite oder eine Adresse, falls unter unseren Hörern tatsächlich jemand ist, der ein ähnliches Erlebnis hat, dass die sich mit euch irgendwie verlinken können? Ja, die Webseite heißt einfach www.wofindenwirdich.com und da kann man das ist auch so ein Formular, das man ausfüllen kann oder uns direkt kontaktieren. Also die einfach, wenn sie googeln, wo finden wir dich, müsste man gleich auf die Webseite kommen. Ja. Ich wollte nur eigentlich den Hörern sagen, dass wir auf dieses ganze Thema gekommen sind bei der Öffnung des Deutschen Filmfestivals, jetzt gerade in Sydney, wo wir uns ja auch diesen Film Ballon angeguckt haben, der ja auch von dieser berühmten Republikflucht im Heißluftballon gesprochen hat. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann hast du mir diese doch sehr berührende Story von deinem Bruder erzählt. Nach dieser Exhumierung, ist von der Familie eine Last gefallen oder sind die alten Ärgernisse immer noch da? Also es ist schon eine Last wirklich gefallen, dass man sagt, ja, wir wissen jetzt, dass der verstorben ist. Wir lassen ihn jetzt auch ruhen und das Thema ist jetzt für uns abgeschlossen. Natürlich, wenn man so drüber nachdenkt, also was junge Eltern damals durchmachen mussten, ist eigentlich, das kann man gar nicht glauben, sowas. Wie die behandelt wurden. Und das ist halt so ein, wenn man noch mal so drüber nachdenkt, schon schlimm. So ganz kaltherzig oder gar kein Herz, so ganz kalt wurde damit umgegangen. Und das ist schon schlimm. Unsere Mission jetzt mit dem Projekt ist halt wirklich, das mehr bekannt zu machen und auch zu sagen, es ist passiert und es gibt genügend Opfer und denen auch jetzt eine Stimme zu geben. Das ist, was wir damit erreichen wollen. Finde ich unheimlich gut. Wünsche euch viel Glück damit. Und danke. Wenn wir helfen können, machen wir das gerne. Vielen Dank. Yvonne, danke für deinen Besuch im Studio. Dankeschön. Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.